Ah ja, der Rerun. Spitze. Ja. Tut sich so, dass zwei Lemminge hier sterben werden. Das lässt sich nicht verhindern. Was sich aber verhindern lässt, ist, dass sie hier langlaufen, indem wir ihn graben lassen. So. Moment, also, ich überlege mal. 1, 2, 3, 4. Wir brauchen also die 4 Bauer, die wir hier haben. Und wir brauchen 1, 2, 3 und 4 Bescher. Ja, alles klar. Das Level wird nicht leichter. Ich habe versucht, mal zu gucken, ob es einen leichteren Weg gibt, aber den gibt's nicht. Egal, wie wir es machen, es wird am Ende ein bisschen aufs Glück hinauslaufen, sag ich mal. Wir haben die Lemminge jetzt so eingekesselt, wie es geht, aber... Okay, irgendwas stimmt hier nicht. Der hat den nicht genommen. Okay, nochmal. Also, irgendwas ist da nicht richtig gelaufen und, er hat nicht gegraben, obwohl ich ihm gesagt habe, grabe. Warum er graben sollte, das werdet ihr gleich sehen. Erstmal müssen wir die Prozedur hier wiederholen. Und den Typen hier bauen lassen. So, anschließend geht es nämlich darum, dass wir haben hier nämlich nur 4 Bescher, wie ihr seht. Und die Lemminge sind hier eingekesselt. Das heißt, am Ende wird es ein bisschen aufs Glück hinauslaufen, ob wir einen erwischen, der nach rechts geht und dann, basht. Nach rechts basht. So, was wir jetzt hier machen, ist, im Grunde, wir werden graben, dann ranbauen und sobald er, hier rangeht, müssen wir uns durchbashen. Und das gleiche müssen wir mit allen anderen Sachen auch machen. Und zwar jetzt. So. Und wir dürfen es nicht falsch machen. Wir dürfen nicht... Alles klar, die oberste Stufe abschneiden. Das darf nicht passieren, sonst fallen die hier rein und kommen nicht durch. Und das Ganze machen wir jetzt noch zweimal. Und bauen dann hier rüber. Und ihr seht schon, es wird schon immer enger hier. Und immer enger. Wir lassen die Release Rate so niedrig, wie sie geht. Und noch geht's. Noch sind die Grüppchen gut auseinander. Aber ich sag euch, das Timing von diesem Level ist genauso mies. Sobald wir mit der ganzen Arbeit hier fertig sind, werden wir nicht mehr erkennen können, welche Gruppe von Lemmings hier nach rechts oder nach links geht. Und es wird von uns erwartet, dass wir sie in die richtige Richtung bashen lassen. Also noch geht's. Vielleicht habe ich das in einem richtigen Timing gemacht, dass ich das tatsächlich nicht aufs Glück, nicht vom Glück abhängig mache. Also bis jetzt könnte ich es noch erkennen. Okay. Es kommen keine Lemmings mehr aus dem Schacht. Das heißt, die Gruppen, die jetzt hier so sind, sind so, wie sie sind. Und das bedeutet, dass ich tatsächlich nicht mich aufs Glück verlassen muss, sondern tatsächlich gucken kann, welche Gruppe nach rechts geht. Perfekt. So, 1, 2, 3. Und dann fangen wir an zu bauen. Jetzt darf ich nur das hier nicht noch abfacken, weil das wäre doof. Dumm von mir. 3, 3, 3, hopp, und hoch. Alles klar. Oh, 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 knapp. Und jetzt baut er hier rüber. Alles klar. Und wenn man das hier nicht früh genug macht, dann kommt es hier auch ein bisschen aufs Glück an. Aber jetzt so sehen wir, wie leicht es ist, einen zu erwischen, der nach rechts geht. Und dann haben wir das Level auch schon geschafft. Also, je weiter man hier links anfängt zu graben, damit die, desto weiter wird die Gruppe auseinandergezerrt und desto leichter hat man es auch am Ende mit dem Bashen. Und ja, das hat bei mir so gut geklappt wie noch nie zuvor. Deswegen bin ich jetzt auch ein bisschen froh. Aber wir können ins nächste Level gehen und das ist auch ganz in Ordnung. Warum ist dieses Level ganz in Ordnung? Nun, ganz einfach. Wir haben die Freiheit, eine Blockerfalle zu erstellen. Und das macht ja die Arbeit immer leichter, nicht wahr? Eine typische Blockerfalle. Ja, das ist immer super. So. Und das Erste, was wir machen, ist natürlich
hier hochbauen. Nun, ihr seht, wir haben keine, wir haben keine Waffe. Wir haben hier eine Wand, die nach links zeigt. Und wir müssen uns hier... müssten uns hier eigentlich durchbashen. Aber wir haben gar keine Basher. Was machen wir denn jetzt? Nun, fürchtet euch nicht. Wir haben, ich habe einen Plan. So, er wird sich jetzt hier den Kopf anschlagen und umdrehen. Aber er ist ja auch ein Climber. Aber er ist kein Floater. Das heißt, hier würde er natürlich zersplatschen. Naja, was soll ich sagen? Also, das sollten wir lieber bleiben lassen. So, und wir werden hier ganz rechts graben. Um ein bisschen weiter runter zu kommen. Und dann müssen wir anschließend zu dieser Wand hier bauen. So, graben, 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 graben. Alles klar. Er gräbt nun. Und zwar, ich würde schätzen, bis hier, wo der Pfeil rauskommt, oder? Ja, ungefähr in der Gegend. Wenn er hier unten ist... ja, ich bin mir nicht sicher. Also, ich lasse ihn lieber noch einen Pfeil graben. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay, jetzt ist gut. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Wir müssen nämlich runtermeinen und ich kann... verschätze mich immer wieder mit dem Meinen. Und ich glaube, ich habe mich jetzt auch wirklich mega verschätzt. Also, das ist definitiv... ah, nein, 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 nein! Okay, nochmal. So, jetzt habe ich es richtig gemacht, Mann. So, und jetzt meinen wir... ja, alles klar, das funktioniert ganz gut. Und ich glaube, ich habe es genau richtig gemacht. So, als nächstes... was machen wir als nächstes? Nun, als nächstes werden wir... gleich graben... oh, ich habe es falsch gemacht. Nein, ich habe es richtig gemacht. Okay. Oder? Nein! Okay, das ist schlecht. Er hört nämlich nicht auf zu meinen. Also müssen wir ihn jetzt bauen lassen und nochmal meinen, damit er aufhört. So ist das nun mal. Okay, noch ist nichts verloren. So, jetzt wollen wir ihn ungefähr hier graben lassen. Und sobald er tief genug ist, ich lasse ihn erstmal graben. Ungefähr hier. Ja, er gräbt nicht mit. Okay, alles klar. Und sobald er tief genug ist, können wir die Gruppe hier freilassen. Und, das war's auch schon.
Bau. So. Denn die Gruppe wird jetzt in die Grube reinspringen. Und natürlich, oh oh, ich hab's falsch gemacht. Ich bin ein Idiot. Aber ich kann das noch retten. Ich kann es noch retten. Nämlich, indem er sofort anfängt zu graben, wenn er hier oben ist. Das heißt, er gräbt noch das Stückchen hier mit weg. Und dann, ja. Also, wie gesagt, ihr seht, in Lemmings, selbst wenn das Level ein bisschen schwerer ist als sonst, hat man immer noch ein paar Möglichkeiten, Fehler auszumerzen. Nicht in allen Leveln, aber in manchen. Ihr seht, hier fehlt ein kleines Stück. Und ich konnte das jetzt gerade noch beheben, indem ich an der richtigen Stelle gegraben habe diesmal. Hab mich da ein bisschen verschätzt, aber ja. Ping! Und da gräbt er jetzt ein kleines Loch. Und alle Lemmings sind glücklich. Ja, also. Und auch hier sehen wir wieder diesen lustigen Effekt, wie die Pfeile in die Brücke übergehen. Ja. Aber ansonsten ist das Level nicht besonders schwer. Wo wir beim Thema schwer sind. Dieses Level ist eigentlich auch nicht besonders schwer. Warum benutze ich hier das Wort eigentlich? Nun, es wird hier eine Stelle geben, wo es auf Glück ankommt. Ihr kennt dieses Level ja alle, ne? Wir haben es schon mal gesehen. Es ist ein Rerun, ist klar. Und wir wissen, was wir hier machen müssen. Wir müssen hier ein Zickzack-Ding bauen. Aber, das kann unfair werden. Aber man kann es sich ein bisschen, ich sag mal, ja, erleichtern. Und wie, das zeige ich euch. Den Blocker, einen Blocker können wir nicht benutzen, weil wir haben ja hier einen Blocker, ne? Also, aber vielleicht, wir haben ja hier noch einen Digger. Vielleicht können wir den ja irgendwie zu unserem Vorteil benutzen. Obwohl ich mir da auch nicht hundertprozentig sicher bin. Weil ich nicht weiß, ob wir am Ende genug... Obwohl doch schon. Okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Level... Dass ich mir dieses Level erleichtern kann. Oh, shit. Nein! Ja, okay. Von mir aus. Dann bau doch in die Richtung. Aus irgendeinem Grund reicht eine Pixelstufe, um die Lemmings... Okay, 1 und dann 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay, also. 7 und dann habe ich noch immer eine Brücke. Alles klar. Ich probiere es mal aus. Mal schauen, ob es funktionieren wird. Ich hoffe es stark. So, wir haben jetzt hier ganz viele kleine Grüppchen. Und alles klar. Wir bauen jetzt erstmal hier hoch. Und dann baut der hier hoch und dann lassen wir irgendjemanden hier graben. So, das ist jetzt unser Bau-Champion hier. So, 1, 2, 3, bauen und sobald er sich umdreht... Ja, okay, wir warten, lassen ihn hin und her gehen. Wir haben Zeit. Nichts drängt uns. Wir haben genug Bilder, ja. Das Problem, was hier wäre, wenn wir den Digger nicht hätten, wäre, dass hier alles vollgestopft wäre mit Lemmings. Ja, alles klar, komm. Sodass es unmöglich wäre, zu sehen, ob ein Lemming nach rechts geht oder nach links. Und das Bauen hier wäre eine Qual. Aber irgendwie habe ich es doch geschafft, das Level. Ich hatte nicht gedacht, dass wir einen Digger haben, mit dem wir uns das Level erleichtern können. Aber anscheinend hatten wir einen. Wir haben noch 1 Minute 30 Zeit. Das sollte genug Zeit sein, damit die Gruppe hier auch noch ins Ziel laufen kann. Und damit haben wir dieses Level auch geschafft. Ja, ich habe... also man kann sich diese Level durchaus schwerer machen, als es ist. Indem man diese Gruppe hier einfach immer drin lässt und den Digger nicht benutzt. Und da muss man halt immer gucken, baut einer nach rechts, baut einer nach links. Aber so schwer ist das beim besten Willen. Und ich würde einfach mal sagen, wir machen noch ein Level. Ja, eins noch. Eins noch. Und es ist ein schlimmes, 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 schlimmes Level.
Auch hier werden Lemminge sterben. Okay, alles klar. Aber wenn man alles richtig macht, dann gerade so viele, dass es ausreicht. So, das ist immer noch Splathöhe, das heißt, wir müssen einige Brücken bauen, um die Splathöhe so zu, hopp, zu minimieren. Wie in den anderen Level, wo auch so ein Schacht ganz weit oben war, habe ich jetzt nicht genau im Kopf, wie viele wir retten müssen oder wie viele sterben dürfen. Ich habe es nicht gezählt. Es tut mir leid, aber ich habe es einfach nicht gezählt. Okay, das ist immer noch nicht hoch genug. Komm schon, Kumpel, rette deine Freunde. Es dürfen nicht so viele sterben. Alles klar, das sind genug. Einer dieser Kollegen wird jetzt hier hochklettern. Okay. So, und dann graben und hier unten warten und bauen. Und dann bauen wir mal. Weil ihr seht, hier kann man nicht drüber laufen als Lemming. Das ist unmöglich. Also bauen wir. Und streck mal die Brücke. Und dann müssen wir am Ende hier hochbauen. Von hier aus oder von hier aus. Ich glaube, wenn wir die Brücken strecken, können wir auch von hier aus direkt bauen. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, denn wir müssen graben, aber erst, wenn er wirklich direkt da drüber ist. Denn er gräbt bei einer Brücke echt eine Menge weg. Und dann klicken wir... Okay, alles klar. Jetzt bauen wir eine Brücke bis ganz nach oben. Und am Ende kommt es ein bisschen aufs Glück an, ob wir die Lemminge hier befreit bekommen. Das ist immer so der blöde Part. Hier gibt es keinerlei Möglichkeiten, irgendwie abzuschätzen, wann geht ein Lemming nach rechts, wann geht ein Lemming nach links. Gibt's halt nicht. Kann man nicht abschätzen. Insofern... Obwohl, Moment. Ich habe eine Idee. Ich habe sogar eine sehr gute Idee. Und ich überprüfe die jetzt, wenn ich am Ende mehr getötet... Also, ich will's jetzt nicht riskieren, aber ich probiere es einfach mal. So, ich habe jetzt einen Lemming da zum Blocker gemacht. Warum, seht ihr gleich. Und der baut hier fleißig. Ja, ich werde erstmal zu Ende bauen. Okay, er ist mit seiner Arbeit fertig und hat eine perfekte Brücke gebaut. Warum habe ich jetzt den Blocker? Ich hätte den Blocker hier machen sollen, dann hätte er hier ein Loch reinsprengen und ja. Ich habe den Blocker aber jetzt einfach mal hier hingesetzt, weil ich dann meine, dass ich besser sehen kann, wann hier welche nach rechts gehen. Und das ist tatsächlich der Fall. So oder so, der Blocker ist gestorben und ich weiß nicht, ob das ein Lemming zu viel war. Wir haben ja hier eine Menge verloren und ich weiß nicht genau, wie viele wir verlieren dürfen und ob der Blocker nicht vielleicht einer zu viel war. Wir werden es gleich sehen, ansonsten muss ich das Level nochmal machen und dann schauen wir mal. Ich hoffe, wir haben es geschafft. Und wenn wir es geschafft haben, sage ich, macht's gut, haut rein.